Boom. Yeah, motherfucker, yeah, motherfucker, yeah. Yeah, motherfucker, yeah, motherfucker, yeah. Yes, yo, food. Bist du wegen dem Futterflammen, habe ich schlechte, solange ich nicht die Konserve. Whoa, what's up, ho? Du hast die Konservendose gefunden. Aha. Sehr gut. Sehr gut. Das heißt wohl, ich kann mit der Zubereitung des Essens anfangen. Den Braten für die Katze stelle ich sofort in den Speiseaufzug. Damit ist er allerdings voll. Das Essen für die Oberen kommt erst, sobald du den leeren Teller wieder in den Aufzug gestellt hast. Hast du das verstanden? Aha. Tja, hoffen wir es einfach mal. Wait, what? Wait a minute. Oh, I should have fucking poisoned the food. Oh, well. Whatever. Whatever. Oh, wait, wrong way. Wrong way, wrong way. Ah, why didn't I poison the food? Ach, da ist ja das verlorene Kind. Ich hatte schon fast Hoffnungen, du wärst unterwegs von einem wilden Tier gefressen worden. Aber wenigstens hast du endlich das Essen besorgt. Ich muss jetzt ein paar Vorbereitungen treffen. Füttere Lumpi in meiner Abwesenheit. Und wehe, du verlässt das Büro, bevor die Arbeit erledigt ist. Oh, I can feed your fucking cat. I can feed your cat, yo. Roast. Cool. And then Deadly Nightshade. Lily wusste, dass sie nicht mit dem Essen spielen sollte. Das Essen war so ein schlechter Verlierer. Und wenn es zu toben anfing, wurde Lily immer Angst und Bange. You can't? Oh, I wanted to poison this little bastard. Why? Lily bezweifelte das Lump. Damn it. Fine, fine. Lily wusste das Ess und wenn es. Yeah, okay. Fine, fine, fine. Here you go. So eine Enttäuschung. Lumpy hatte offenbar gar keinen Hunger auf den Braten. Wie sollte Lily nun jemals ihre Aufgabe vollenden? Lily bezweifelte das Lumpy. What? Lily wusste, dass sie nicht mit dem Essen spielen sollte. Das Essen war. Und wenn es zu toben an. Okay. Lily bezweifelte. So. Lumpis futtern als Haustier der Ober. Does the plant want the food? You want this food, potted plant? Oh, perfect. Okay, good. There you go. Mother Superior. Katzenfutter mit Taubengeschmack. In der Kantine gab es nie so etwas Gutes. Lily wusste, dass sie das Essen und wenn es zu tun. Okay, so this goes in the pet bowl. I guess? What the fuck is go. Oh, the cat likes this one. Das Katzenfutter mit Taubengeschmack hatte Lumpy offenbar gefallen. Und es sah ganz danach aus, als hätte er bereits eine Idee, wo er den Nachschlag herbekommen konnte. Leider war die Wand zu glatt für seine Krallen. Oh. So what? Do you want me to do something with this or? I don't. What? You. It seems like you want me to do something here. Das Katzenfutter und es sah leider. Okay. Hier fehlte entweder ein Bild oder es gab einen Haken zu viel. How about if I put a picture here? Oh, I didn't even see that fucking thing. Ach, das hatte Lumpy gerochen. Auf einem der Balken saß die Taube, die Edna's Tagebuch geklaut hatte. Yeah, well, why don't you go, cat? In diesem Moment fühlte.
Was hatte Lumpy gehofft? Auf ein... Okay. How about a balloon? Lily sah eine... Sie bezweifelte allerdings... Okay. How about Lily a balloon? Lily sah eine... Aber wozu? How about some firecrackers? Lily konnte nicht, aber sie war ganz... Okay. Lily hatte mal ein Bild gesehen, oder zumindest etwas, aber spontan fiel ihr keine... Lily konnte nicht... Okay, so that's all the options I have here. That's really all the options I have here. Hmm. Leave the room? Hey, wo willst du hin? Fütter die Katze. I motherfucking did feed the katze. I motherfucking did feed the katze. What you talking about, man? Oh, does the pet bowl need to go too? Yo, I did feed the katze. Hey, wo willst du hin? Fütter die Katze. I fed the katze. Okay, Deadly Nightshade, Fire. Lily erinnerte sich noch gut, man durfte irgendwie so. I tried that. Sig, Firecrackers. Lily erinnerte, man durfte Knallf irgendwie so. Doesn't work. Lily mochte Starkes, erinnerte sie. Okay. Lily hatte die Funk, man nahm das Pferd. Lumpys Futternapf war reich verziert. Als Haustier der Oberin hatte man bestimmt... Huhu? Huhu? I don't know. How do you want to get the firecracker up there? Oh! Of course! Lily behielt die Idee im Hinterkopf. Lily behielt die Idee im Hinterkopf. I see. Okay, of course, yeah, yeah. Lily sah eine gewisse Chance, dass sie den Ballon zu Lumpy aufsteigen lassen konnte. Aber wozu? How about to the Der pigeon? Der Plan war heikel. Aber Lily gingen langsam die Optionen aus. This kills the bird. Nanu? Wie ich sehe, hat Lumpy endlich sein Essen bekommen. Das ist überraschend. Vielleicht ist bei dir ja doch nicht alle Hoffnung verloren. Und jetzt raus mit dir. This kills the bird. Vielleicht war ich zu streng zu dem Mädchen und seinen Mitschülern. Es sind ja nur Kinder. War ich zu voreilig, Herr? Sollte ich Dr. Marcel wieder absagen, bevor er seine neue Methode an den Kindern ausprobiert? Gib mir doch bitte ein Zeichen. Was ist das? Eine Friedenstaube? Ist das dein Zeichen? Soll ich die Kinder doch verschonen? Oh, Herr, ich danke dir. Ich... Was? Das... Diese verfluchten Kinder! Jetzt ist das Maß aber endgültig voll! Lily! Lily! Wow. Als Lily die Schlafkojen betrat, war Edna verschwunden. Nur ein schlecht gezeichneter Brief lag auf dem Bett. Mach's gut, Lilifried. Ich muss los. Die Luft hier ist mir zu dick geworden. Ich warte noch einen Augenblick am Schaukelbaum auf dich. Wenn du dich beeilst, erwischst du mich vielleicht noch. Ansonsten findest du eine Karte mit meinem Versteck im Tagebuch. Du hast es ja bestimmt längst gefunden, richtig? Bleib schmutzig. Deine Edna. Die Nachricht machte Lily nervös. Sie musste Edna unbedingt einholen. Psst, Lily, schnell, hier entlang. Der Doktor und die Oberin sind euch bereits auf den Fersen.
Lilly schaute sich staunend um. Was war das für ein merkwürdiger Ort? Du fragst dich sicher, was das hier für ein merkwürdiger Ort ist, oder? Aber jetzt ist keine Zeit für Erklärungen. Komm, schnell! I'm gonna pick up some stuff first. Lilly wollte erst noch ein wenig... Wo sind sie? Sie können nicht weit sein! Andererseits hatte sie gar kein... Lilly wollte erst... Wo sind sie? Sie können nicht... Andererseits... Fine. Nicht trödeln. Na los! We go! Stopp! Das sind Dr. Marcel und die Oberin. Ich glaube, sie haben uns noch nicht gesehen. Oh, he's paralyzed now! Aber weit kann sie nicht sein. Es wundert mich doch sehr, dass sie diese Aufsässigkeit in ihrem Kloster dulden. Ich lasse sofort das ganze Gelände nach ihr absuchen. Tun sie das. Das alles kommt mir doch erschreckend bekannt vor. Los jetzt! Das ist unsere Chance! Als Lilly den Schaukelbaum erreicht hatte, auch Garrett war verschwunden. Dafür lagen die Good. Das Tagebuch war bis zur Unleserlichkeit verbrannt. Einzig die Karte zu Ednas Versteck ließ sich noch entziffern. Eine Höhle am Moorsee also. Lilly versuchte sich gerade den Weg zu merken, als... Psst, Lilly, versteck dich! Dr. Marcel und die Oberin kommen! Oh nein, zu spät! Da ist sie! There she is! Ha. Du dachtest wohl, du könntest dich meiner Untersuchung entziehen, ha? Oder gibt es einen Grund, warum du dich den Anordnungen der Oberen widersetzt? Aha. Na los, raus mit der Sprache! Amüsiere uns! What? Nazi vampires in the backyard! Oh, berries! Das dauert mir zu lange. No! War das wirklich nötig? Nicht unbedingt. Aber es war eine kleine Genugtuung für einen alten Mann, der sich einmal zu oft mit aufsässigen Kindern herumplagen musste. Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht mit Feuer spielen. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Du sollst keinen Alkohol anrühren. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Du sollst nicht die Kontrolle verlieren. Und niemals sollst du tun und lassen, was du willst. Woogie, Woogie. Woogie, Woogie? Harvey's new eyes! Woogie. I forgot the name of the game! Woogie... Woogie! Ha! Woogie! In der Tat! Und? Hat es funktioniert? Das werden wir gleich sehen. Lilly, du kannst mir doch sicher verraten, wer für das ganze Chaos in der Anstalt verantwortlich ist. Oogie. Das Chaos, Lilly. Wer ist dafür verantwortlich? Nun rede schon, du nutzloses Kinder! Bewahren Sie Ruhe, Frau Ober. Sie wird antworten. Oogie. Sie wird antworten. Oogie. Kennst du die Antwort? Lilly, wer ist verantwortlich? Mir kannst du es doch sagen, nicht wahr? Was ist los? Edna! Edna! Der Fall ist komplizierter, als ich dachte. Es ist von eminenter Wichtigkeit, dass Sie mir eine Frage beantworten. Kennen Sie ein Kind mit dem Namen Edna?
Warum fragen Sie das? Ich glaube, ich habe die Wurzel des ganzen Übels identifizieren können. Gut, dass ich Lilly mit Hilfe meiner neuen Hypnosetherapie alle wichtigen Blockaden installiert habe. Hypnosetherapie? Hypnosuggestion, um genau zu sein. Mit Hilfe von Leuchtdioden, die ich in die Augen dieses Stoffhasens hier installiert habe, habe ich direkte Kontrolle auf die Freiheit ihres Willens. Sie wird sich ab nun ruhig verhalten. Aber probieren Sie es doch einfach selbst aus. Es ausprobieren? Aber ja, sie ist nun gefolgsam wie ein kleines Lamm. Nun, nur zu. Lilly, serviere dem Doktor und mir einen Tee. Bravo. Ich hatte ohnehin gerade Durst. Was sagst du, Lilly? Möchtest du uns einen Tee servieren? Never. Oh! Never. Oh! Never. Oh! Never. Oh! Okay. Wow. Restrictions. Can I put in the teapot? Dieser Tee war bereits fertig gekocht. Psst, Lilly. What? Aber was tut sie denn da? Gehört das etwa auch zu ihrer Konditionierung? Keine Sorge. Sie steht unter Hypnose und kann keinen Unsinn mehr anstellen. Aber was tut sie denn? Gehört das keine Sorge. Sie steht... Was der ist? Lustige Hase mit den leuchtenden Augen saß unbeteiligt auf dem Stuhl. Ob Lilly ein wenig mit ihm spielen durfte? Wait. Am I crazy or did the thing just talk to me, right? Aber was tut sie? Gehört das keine Sorge. Sie steht... Okay, fuck it. Psst, Lilly. Oh, the painting? Keine Angst, Lilly. Ich bin es. Gerrit, verhalte dich bitte unauffällig. Du wurdest von Dr. Marcel hypnotisiert und stehst komplett unter seiner Kontrolle. Aber mach dir keine Sorgen. Ich kann dir helfen. Dafür musst du allerdings in meinen Geheimraum kommen. Der Zugang befindet sich vor dem Büro der Oberin. In der dunklen Ecke neben dem Kamin. Vorher benötige ich aber noch deine Hilfe. Ich beobachte die Oberin und den Doktor schon seit langem. Und ich bin kurz davor, ihre üblen Machenschaften aufzudecken. Alles, was ich dafür brauche, ist ein Geständnis. Hier, nimm dieses Tollkirschenextrakt. I already have it. Es handelt sich um ein Wahrheitsserum. Schütte es der Oberin in den Tee. Sobald sie davon trinkt, wird sie all ihre Geheimnisse ausplaudern. Hast du das verstanden? Aha. Excellent. Lilly, was treibst du denn da? Du sollst uns Tee kochen und nicht irgendwelche Gemälde betrachten. Ah, seien Sie doch nicht so streng mit ihr. Lilly wird ihre Aufgabe erfüllen. Aber ich muss gestehen, dass ich ihre Galerie ebenfalls schon bewundert habe. Besonders interessiert mich diese Stickerei dort. Sie fällt ein wenig aus dem Rahmen. Finden Sie nicht? Ach, die. Das ist nur eine alte Erinnerung. Kaum der Rede wert. Ich kann mich nicht einmal entsinnen, sie dort aufgehängt zu haben. Kennen Sie nicht? Interessant. Was soll das überhaupt darstellen? Ein achtbeiniges Einhorn? Es ist nur die Stickerei eines dummen, verantwortungslosen Kindes. Nichts weiter. Mhm. Kindes. Das Serum reichte nur für eine Tasse. Diesmal wollte Lilly alles richtig machen. Zuerst musste da noch Tee in die Tasse. Diesmal wollte Lilly alles richtig machen. Geschickter Nichtsnutz. Willst du mich unbedingt vor dem Doktor blamieren? Hm. Das ist merkwürdig.
dich. Die Hypnose ist unfehlbar. Scheinbar war es wirklich nur ein Missgeschick. Das ganze Kind ist ein einziges Missgeschick. Wenn ich könnte, dann würde ich es... Aber, Frau Oberin, so beruhigen Sie sich doch. Lilly wird ihre Aufgabe erfüllen. Nicht wahr, Lilly? Aha. Na also, dann bring uns doch bitte einen neuen Tee. Ja? Sei so gut. Lilly ließ sich nichts anmerken, aber sie stand kurz vor einer Panik. Neuen Tee zu servieren war ja kein Problem. Aber wo sollte sie jetzt neues Wahrheitsserum herbekommen? Sprich mich nicht an. Schütte der Oberin einfach das Wahrheitsserum in den Tee. Du hast das Fläschchen mit dem Tollkirschenextrakt doch noch, oder? Tja. Perfekt. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Es mochte Lilly langweilig erscheinen, aber die Oberin trank für gewöhnlich Tee. I don't know. Psst, Lilly, denk an das Serum. I don't have any fucking serum, though. What? I don't have serum. Sprich mich nicht, schütte der. Oh, du hast das Fläschchen. Perfekt, ich wusste. Du weißt, was du zu tun hast. Tu es. Aber was tut sie denn da? Gehört es? Keine Sorge, sie steht... Der lustige Haupt-Lilly ein wenig mit... I'm running. Bye-bye. Wait. Oben an der Wand schien es eine, aber ohne mehr Licht kam... What? Cut. Oh. Well, that's helpful. Eine brennende Fackel. Leider war die Fackel aus. Lilly war trotzdem stolz. Oh. Hallo, Lilly. Du willst doch nicht etwa mit dem Feuer spielen, oder? Ach, natürlich willst du das nicht. Das hat die Oberin doch verboten. Irgendetwas Seltsames geschah hier. Sollte Lilly nach Geheimtüren suchen. Immerhin kannte sie bereits zwei andere Wege in Garretts Geheimraum. Warum müssen wir hier gleich nochmal rumstehen? Wir sollen verhindern, dass das Kind versucht, vor der Therapie zu flüchten. Wenn möglich mit Gewalt. Hast du deine Taserpistole noch? Na klar. Andererseits hatte Garrett bisher selten daneben gelegen. Lilly würde es auf seine Weise probieren. So ins... Wenn Lilly schon neuen Tee kochte, aber wo sollte sie jetzt noch... Hallo Lilly, du willst doch nicht etwa mit dem Feuer spielen, oder? Nein. Wollte nur sicher gehen. Lilly hängte den Kessel vorsichtig an den Haken und achtete dabei pingelig darauf, nicht das Feuer zu berühren. Lillys Spezialtee war fertig. Sie nannte ihn Pure Wahrheit, eine Rooibos-Tollkirschenmischung.
A goo. A goo. A good. Good. Lily hatte bereits genug Tassen. Was tut sie denn da? Wir haben doch noch gar keine Tassen. Keine Sorge. Sie steht unter... Psst, Elenk an der See. Psst, Lilly, denk an der See rum. Lilly hatte bereits genug Tassen. Lilly hatte bereits. Lilly already had enough cups. No, I fucking don't, yo. What are they talking about? Lilly wollte es sich nicht pflanzen, weil... Cup to can? Dem Erzähler verging langsam die Lust, sich Beweggründe für Lillys Handeln aus... Tatsache war doch, nie... Okay, look. Fill the tea to the cup. Yeah, I get it. But it doesn't fucking do it. It doesn't do it. I don't know what to say. Is it now good? Psst, Lily, I know. What the fuck do you want me to do here? Teapot with true serum. Dude, what? Dude, what the fuck? What are you talking about? It's really not that difficult. What the fuck are you talking about? Look, click, 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 click. That doesn't work. Okay. Click, 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 click. That doesn't work. Good. Good job. In einigen der Beruhigungs. Click cups, then can. I fucking did, dude. Lily had to burn. I fucking did! Why don't you guys not understand that? Teacup with plant. Okay, sure, why not? With Harvey doll, with plant, with everything. I don't know. Was tut sie denn da? Kein, sie steht. Lilly wollte pflanzen. I'm not getting angry, you guys are just like, oh, it's they're so easy, Dem Erzähler verging langsam die Tatsache. I don't know. I don't know what to do with this. It's not working. Can't give the cups to Dr. Marcel. Can't click that. He doesn't want it. Don't forget the serum. Eine brennend leider, Lilly. Try cup on can. I did that, dude. I did it a million times. It doesn't work. She already has enough. Lilly hatte bereits genug Tassen. Psst, sprich mich nicht, schütte den. Du hast das. There's nothing to do. Was tut sie denn? Gehört es? Kein, sie steht. Was tut sie denn? Gehört kein, sie steht.
There's nothing to do. I've done fucking everything. Light the torch. You can't play with fire. Click, 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 click. Fill the cup and give it to her. I fucking understand that, dude. You can't click anything. Lilly's Spezialtee war. What the fuck? Pure Wahrheit. What the fuck? What the fucking goddammit? Oh! Are you fucking kidding me? Wait, does it work now? Psst, Lilly. Oh my god! Fuck you! Why doesn't it work? It's not, still not working. It's still not fucking working. I don't get it. I don't fucking get it. In der Beruhigung. I don't fucking get it, dude. I don't fucking get it. I don't fucking get it! Okay, we're gonna save the game. I'm gonna try that again. See if it works. And go to the main menu. Gonna load up the game. Click this. Gonna load it up. Gonna load the save game. Lilly hatte bereits genug. Lilly already had enough fucking cups. Great. In einigen der Burgen. Great. Lilly hatte. What the fuck does that mean? I think you should fill the cup and give it to her. Fuck you! Smash the teacup to the ground. So I broke the game. That's what you're saying? Was tut sie denn? Gehört das etwa auch zu ihr? Keine Sorge. Try filling the cup outside. Oh. Okay, we could do that. Sollte Lilly nach Geheimtüren suchen. Immerhin kannte sie. Wir sollen möglich. Hast du deine Taser? Na klar. Andere Lilly wird. Thanks for resubscribing, I really appreciate that. Go back to your last save? What? What? War bereit. Gut, dass die Oberin Hornhaut auf. Der. Sie nannte ihn. Der Beruhigungstee schien nicht gut zu wirken. Der Haken war. That's so stupid! Alright, let's see where I am on this game. I don't even know where the fuck I am.
I guess this is fine. Ah! Uh-huh. Sehr gut. Uh-huh. Und es. Torch on hook. Shut up. You guys are ridiculous. Wait, what do you want now? Lili wollte Dore die Kantinenfrau hat und es. Oh, yeah, yeah, okay. I can't clear the cup. There's no fucking way to... Good God. There's no fucking way to do it. I tried everything. I tried everything a million times. I'm going the wrong fucking way now. I tried everything a million fucking times, dude. I just... It was a bug. Okay, see? Fine. Bug. Cool. Zulumbi. Totally fine. Katzenfoot in. This is totally fine. Got it. Totally got it. I got this. In the back. Don't worry. I got this. Und leider. Yeah, T, I get it. Yeah, I fuck. Yeah. The T, I got it. Yeah. It's a bug. Na, da hatte es aber jemand eilig. About that. Ach, das hatte Lump auf. It's just them. Der Plan, aber. I tried serving the tea. It didn't work. Als Lili. Mach ich, wenn dann du bleib. Sie muss. Psst, der Doc. Well, it wouldn't be an NN Harvey Lili game without fucking bugs in it, right? I mean, I was actually, like, nicht. Really surprised that there was no bugs in this game. I was very, very surprised that there was no bugs so far. I was like, I thought I was gonna fucking crash a million times by now. But it, you know, it didn't until that huge game breaking bug right there that if I hadn't saved recently, I would have just stopped playing the game right there. I wouldn't have. I would have just figured it out. I would have gone back. Als Lili. Oh. What I'm doing right now. Das ein Lili. Ich doch da. I'm fucking. Oh my god. You guys are trying to make me mad. You're trying to make me mad, and you're fucking. You're doing it right. You're doing it. You're doing it correctly. You're trying to make me mad, and you're making. You're doing it right. I get it. Yeah, I know. I know. I know. I know. I know. Let's make Bone Clinks met. Let's do it. Yeah, that's good. Fucking make Bone Clinks really angry. It's perfect. It's great. Good. Good. Great. Good. Oogie woogie. Woogie woogie woogie. Woogie woogie. Mmm. Good. Ha. Ha ha. Yeah. Nah. Nah. Yeah, okay. Bye bye. Nah. Save. Right here. Save over that. Overwrite saved game. Bye bye. Keine Ahnung, ich war du wohnen darf, bevor ich nicht hier. Es handelt sich um Schützopass. Excel. Lili Lili, aber sie auch kennt. Es ist King. Okay. Let's do it again.
scheinbar. Das kann ich so, Lilly, nicht so. Na, dann sei es. Lilly ließ sich neun. Aber wo? Okay. Let's. Yeah, I know. Lilly hat. Lilly's Spina. Okay, check it out. Grab a torch over here. Gonna save it real quick. It's right here. Gonna put the teapot with the teacups. Yeah, motherfucker, yeah, motherfucker, yeah. Yeah, motherfucker, yeah, motherfucker, yeah. I drink the fucking tea, man. Drink the fucking tea, man. Drink the fucking tea, man. Yeah, motherfucker, yeah, motherfucker, yeah. Yeah, motherfucker, yeah, motherfucker, yeah. Yeah, yeah. What? Ist Ihnen nicht gut? Sie sind ja geradezu hysterisch. Es ist diese Stickerei. Sie erinnert mich an meine Zeit. Ich war so ein dummes Kind. Wollte unbedingt ein Einhorn als Haustier. Ein Einhorn. Remove the hair from your forehead. Aber geschenkt haben sie mir. Eine Tarantel. Dann haben Sie diese Stickerei erstellt. Zotti starb während meines Versuchs, ihr mit einer Nagelpistole ein Horn in die Stirn zu tackern. Ich war ein so dummes Kühl. Ich hasse Kinder. Verstehe. Die Erwachsenen schienen mit Erwachsenenproblemen beschäftigt zu sein. Dies war Lillys Chance. Wait, what did they say? Fuck, I wasn't paying attention. Wait, what? Shit! What? Wait, what was... Wait. Wait, I wasn't paying attention. Wait. Lassen Sie alles raus. Ein Jammer, dass ich meinen Notizblock nicht dabei habe. Die Erwachsenen schienen mit Erwachsenenproblemen beschäftigt zu sein. Lilly wollte sie lieber nicht ansprechen. Lassen Sie ein Jammer. Die Erwachsenen. Lilly wollte. Du sollst erwachsen. Wait, what? What am I supposed to do now? Gut gemacht, Lilly. Ich habe alles gehört, was ich hören wollte. Okay. Die Oberin ist offenbar vollkommen gaga. Ich hatte schon so etwas vermutet. Jetzt schnell, komm zu mir in den Geheimraum. Komm zu mir! Eine geheime Tür in der dunklen Ecke vor dem Büro, direkt neben dem Außenkamin. Ja. Ach, verdammt. Du kannst natürlich kein Licht machen, weil du nicht mit Feuer spielen darfst. Das hatte ich ganz vergessen. Einen Moment. Lass mich nachdenken. Ich glaube, ich habe eine Idee. Es gibt keine Möglichkeit, eine durch Hypnose installierte Blockade zu durchbrechen. Es sei denn, du wirst erneut hypnotisiert. Es ist riskant, aber du könntest dich selbst in Trance versetzen, um die Blockade direkt in deinem eigenen Unterbewusstsein zu bekämpfen. Aber sei gewarnt, die Welt der Trance ist ein unheimlicher Ort. Wie ein paralleles Universum, das nur in deinem Kopf existiert. Sie ohne die Führung eines geschulten Hypnotiseurs zu durchwandeln, ist nicht ganz ungefährlich. Und die Blockaden, die der Doktor dir auferlegt hat, müssen dort mächtige Dämonen sein, die du nur im geistigen Zweikampf besiegen kannst. Hast du alles verstanden? Das musst du auch nicht. Noch nicht. Benutz einfach die Puppe, um dich selbst zu hypnotisieren. Und sobald du in Trance bist, suche den inneren Dämonen, der dich am Feuermachen hindert. Und vernichte ihn. What? What does that mean? Where
du sollst nicht mit Feuer spielen. Boogie. 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 Lilly hatte sich mit Hilfe des Hasen wieder in die Welt der Trance versetzt. Auf den ersten Blick wirkte hier alles fremd und seltsam. Vollkommen alleingelassen kauerte sie in einer kalten Höhle, die von dem riesigen Auge der Oberin argwöhnisch beleuchtet wurde. So groß war der Unterschied zur Realität also gar nicht. Mein Auge brennt! Wer war das? Wie das brennt! Ja, warte! Wenn ich denjenigen erwische, der hier mit Dreck um sich wirft, der wird sein blaues Wunder erleben! Die Oberin kniff ihr tränendes Auge zusammen. Lilly war vorerst unbeobachtet. Good. Mein Auge brennt! Lilly hatte eigentlich genug Rippen. Man konnte sie gut zählen, aber die Oberin hatte es verboten, weil es ihr den Appetit verdarb. Hey, Finger weg. Ich brauche den Zylinder. Wenn du ständig mit einer Glatze in der Kälte rumstehen müsstest, würdest du das verstehen. Die Feuerstelle ist geschlossen. Artige Kinder spielen nicht mit Feuer. Du bist doch ein artiges Kind, oder? Aha. Na, siehst du, es gibt keinen Grund für brave Mädchen wie dich mit brennenden Gegenständen zu hantieren. Keinen einzigen. Verstanden? Lilly war nicht überzeugt. Garrett hatte gesagt, sie solle das Feuer benutzen, um Licht zu machen. Das schien ihr schon ein triftiger Grund zu sein. Aber wie sollte sie den Dämonen nur davon überzeugen? I really wanna build a snowman. Come Lilly on, let's go and ja play. Dies war wohl kaum der geeignete Platz für einen Schneemann. Lilly traute ihr ein. Echt direkt auf dem Kopf. Ein echt Lilly war. Hey, ich brauche nur ständig mit einer. Diesen Staring konnte. Lilly hatte. Man konnte aber die O. Entweder machten. Oder jemand hatte ange. Ich bleibe. Es gibt keinen Grund für Brav. What? Is there something back here I'm missing? Maybe? Oh, hello. Nach der Aktion mit dem Vorhang, seltsam, in der realen, aber in der realen Welt war die Oberin auch keine 20 Meter groß, also ging das wohl klar. Cool. Oh! Was ist das? Was ist das? Was riecht denn hier so komisch? Das riecht nicht nach Karotte. So viel steht fest. Das ist. Das ist. Feuer! Ah, ich brenne! Nimm mir den Hut ab! Nimm ihn ab! Sure. Lilly wusste nicht so recht. Eigentlich war es ihr verboten, mit Feuer zu spielen. Nun tu doch was, Lilly. Nimm mir den Hut ab. Nimm ihn ab. Danke, Lilly. Du hast mich gerettet. Dann siehst du mal, was Feuer alles anrichten kann. Am besten man lässt die Finger davon. Lilly war ein wenig zerknirscht. Der Schneemann schien gar nichts gelernt zu haben.
Yeah, you haven't learned anything, fool. Was soll das denn jetzt werden? Hey, lass das sein. You haven't learned anything. No. You've learned nothing. You're a fool. You're a foolish snowman. Don't like you. Lily hatte das Feuer entsorgt, genau wie der Schneemann es ihr aufgetragen hatte. Hoffentlich hatte er jetzt eingesehen, dass es durchaus Situationen gab, in denen man mit Feuer spielen durfte. Ah! Ah! Yeah! Gratulation! Lily hat eine neue Fähigkeit erworben. Sie ist nun in der Lage, das Verbot mit Feuerspielen zu umgehen. Dazu muss sie es einfach in ihrem neuen Verbote-Menü. Oh, wow. This game is a lot longer. This game is a lot longer than I thought. I thought it was pretty much gonna be over at that. Mit Hilfe der that one point. Konnte Lily endlich die geheimnisvolle Halterung inspizieren. Was für eine Überraschung! Es war eine Fackelhalterung. Von dem versprochenen Geheimgang fehlte jedoch nach wie vor jede Spur. What? Irgendwo hier. Tatsächlich, ein Geheimgang. Garrett hatte also wieder einmal recht behalten. Nice. Lily, du hast es geschafft. Perfekt. Ich glaube, du bist nun endlich bereit, die Wahrheit zu erfahren. Tja, wo soll ich nur anfangen? I kind of, it's funny. Okay. Das ist Hypnosis. Bevor du mir deine Fragen stellst, lass mich noch kurz eine Sache zu dieser Hypnose wissen. Diese Harvey-Hypnose ist eine teuflische Erfindung des Doktors. Er nutzt offenbar, um dir seinen Willen aufzuzwängen. Wenn wir hier raus wollen, dann musst du dich gegen diese Verhaltensregeln zur Wehr setzen, die er bei dir installiert hat. Ähnlich wie das Verbot, mit Feuer zu spielen, kannst du auch die anderen Blockaden umgehen. Dafür musst du dich allerdings wieder in Trance versetzen. Die erste Herausforderung wird sein, das Schulgelände zu verlassen. Es wurde dir von der Oberin verboten. Und aufgrund der Blockade ist es dir nicht möglich, ungehorsam zu sein. Der Trick ist auch hier, das Problem während der Trance zu bekämpfen. Wir sollten das Problem vor Ort angehen. Okay. Vielleicht sollte ich mich erst einmal vorstellen. Mein voller Name ist Chief Deputy Garrett Gordon Gardenbaugh. Ich arbeite als verdeckter Ermittler für das Jugenddezernat. Ich wurde undercover in dieses Kloster eingeschleust, um die Oberin zu observieren. Meine Aufgabe ist, Beweise zu finden, dass ihre Erziehungsmethoden gegen das Jugendschutzgesetz verstoßen. Aber der weitaus größere Fisch ist Dr. Marcel. Gegen ihn ist die Oberin die reinste Nonne. Lily konnte kaum glauben, was sie da hörte. Aber nun ergab alles einen Sinn. Der geheime Raum, die Abhörapparate und die seltsamen Stimmen, die sie nachts immer hörte. All das fügte sich nun zu einem stimmigen Gesamtbild zusammen. Oh. Ne, lass mich ausreden. Wie gesagt, Dr. Marcel ist der viel größere Fang. Die Polizei ist ihm schon seit längerem auf den Fersen. Er steht unter dem Verdacht, illegale Therapiemethoden einzusetzen, um Kindern ihrer Kindlichkeit zu berauben. Und die Hypnose, die er an dir durchgeführt hat, festigt diesen Verdacht. Oh. Die Polizei rufen? Ha! Lily, ich bin die Polizei. Ich kann dir helfen und dich in Sicherheit bringen. Wir müssen nur irgendwie vom Schulgelände herunterkommen. Der beste Weg ist wahrscheinlich, den Spuren deiner Freundin Edna zu folgen. Aber erst einmal wollte ich ja deine Fragen beantworten. Also? Keine Fragen? Enttäuschend. Aber na gut. Auf zum Schaukelbaum! Okay.
Nice. Save the game. I will save it here. Why not? I probably should have been overriding, but whatever. Let us go! Oh! Hallo Lilly, du willst doch nicht etwa das Schulgelände verlassen, oder? Das hat die Oberin doch verboten. Und du weißt ja, du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Man kann viel Spaß haben, ohne sich den Regeln der Erwachsenen zu widersetzen. Wir könnten deine Murmeln nach Farben sortieren oder uns einen Abzählreim fürs Wäschezusammenlegen ausdenken. So verlockend sich die Anregungen des lustigen Hasens auch anhörten, Lilly musste durch den Zaun und Edna finden. Oh. Suck. Oh. Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Ist ja auch gar nicht nötig. Es gibt so viele spaßige Dinge, die erlaubt sind. Zählen oder mit Wollknäueln spielen. Eigentlich sollte das Wollknäuel ja als... Aber Lilly gingen. Was hast du da? Darf ich das mal sehen? Oh, ein Wollknäuel. Yippie! Das ist ja... Das ist ja... Woogie. 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 Lilly hatte sich mit Hilfe des Hasen wieder in die Welt der Trance versetzt. In der Ferne sah sie die Riesenoberin vor ihrer Höhle umherstapfen. Und dort, wo in der Realität das Loch im Zaun geklafft hatte, gab es hier ein Spinnennetz, in dessen Mitte eine riesige Spinne hockte. Dies musste der zweite Dämon sein, den es zu bezwingen galt. Oogie. Woogie. Die Teergrube. Leider hatte Lilly keine... Woogie. Woogie. Lilly war gespannt, ob das... Sozi! Sozi! Als Lilly sah, wie die riesige Oberin die Spinne in den Arm nahm, wurde ihr ganz warm ums Herz. Plötzlich wirkte die Oberin gar nicht mehr so groß und erwachsen. Mit einem wohligen Lächeln auf dem Gesicht erwachte sie aus ihrer Trance. Was that real? That was how easy it was? Yay! I have all of these Harveys now! I have two Harveys! Eins dry! Oh god, I have two Harveys. Ich habe drei Harvey. Eins. No, Lilly wait, eins, zwei? Zweite Blockade no, gelöst. Ich habe zwei Harveys. Aber das war besser als nichts. Ich habe eins, drei. No. Ich habe zwei Harveys. Right? Yeah. I'm sorry. You guys are so mean to me. Fuck. Oh, chapter 2? We already got there? Wow. Als Lilly den Klosterberg hinabstieg, hatte die Dämmerung bereits eingesetzt. Du bist spät dran. Wo warst du nur so lange? Spar dir das. Es gibt eine Zeit des Redens und eine Zeit des Handelns. Und es gibt diese dritte Zeit. Die Zeit des auf der Polizeiwache Hockens und Formulare ausfüllens. Und diese Zeit ist jetzt. Was ist denn jetzt noch? Sag nichts. Du willst deine Freundin, diese Dings, na, diese Edna finden, stimmt's? Ich dachte mir gleich, dass das Mädchen die Überstunden bedeutet. Aber falls sie wirklich noch lebt, gehört das wohl auch zu meinen Pflichten. Wobei ich es für viel wahrscheinlicher halte, dass Dr. Marcel sie bereits gefunden und in einem Gartenhäcksler zu Schweinefutter verarbeitet hat. Wenn dem so ist, dann finde ich das auch raus. Du musst dir also keine Sorgen mehr um deine kleine Freundin machen.
Warum muss ich auch immer so verdammt mitfühlend sein? Es ist ein Fluch. Na gut. Du wartest hier, während ich weitere Ermittlungen anstelle. Ich werde den Weg zur Anstalt überwachen. Vielleicht erfahre ich auf diese Weise etwas. Wenn ich etwas herausgefunden habe, gebe ich dir das Signal. Ich imitiere ein Huhu. Huhu. Und so weiter. Du wirst das schon mitbekommen. Warte hier auf mich. Es dauert sicher nur wenige Stunden. Lilly war sehr froh, dass Ednas Schicksal nun in den Händen dieses äußerst kompetenten Jugendermittlers lag. Dennoch hätte sie ihn gerne auf die Karte mit dem Weg zu Ednas Versteck hingewiesen. Doch Garrett war bereits verschwunden. Lilly riskierte selbst einen Blick auf die Karte. Sie konnte den Moorsee von hier aus sehen. Ednas Versteck konnte ja nicht weit sein. Du willst doch nicht im Dunkeln ins Moor laufen. Weißt du denn nicht, dass das sehr gefährlich ist? Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Es gibt so viele andere schöne Orte, an denen Kinder sich aufhalten können. Zum Beispiel das Landwirtschaftsmuseum. Oder das Berufsinformationszentrum des Arbeitsamtes. Langsam fand Lilly den lustigen Stoffhasen gar nicht mehr so lustig. Trotzig riskierte sie einen weiteren Blick auf die Karte. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Das tut mir leid. Ich wollte dich bestimmt nicht erschrecken. Wir sind doch Freunde. Und mit Freunden macht man keine Scherze. Oh wow, I dropped my map. How rude. Well, I want to pick this up and then end this chapter, but I can't. I don't want to like lose the thing. So oh my god. All right, once I pick this up, I think we're gonna be finished with this. Lilly kam gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie das flüchtige Topografie-Utensil durch ein vergittertes Fenster verschwand. Okay. Okay. So. Thanks so much, guys, for staying with me for chapter one of Edna and Harvey, Harvey's New Eyes. We'll probably continue on with this soon, very, very soon, and we're gonna do something else now, but thanks for sticking with me for that. That was good. We're gonna do something else now. That was good. I think we had a good time. Well, here's the thing. A lot of people were, who the fuck is this? That's hilarious. Anyways, so yeah, I saved. Oh shit, I have still recording. Whoops. Okay, thanks.